Wunderbar. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich unsere große Werft bauen. Genau. So, dann würde ich die kleine doch mal abreißen. Die kostet ja dann nur Geld. Und dann würden wir da mal die große Werft hinbauen. Pam. So, und dann würde ich mal mich im Kreise drehen und dann mal ansehen, wie die Chancen stehen. So, dann würde ich doch mal hier das da so machen. Zack. Und zack. Und dann würde ich vielleicht diese Straße wegmachen, denn es sind meine Straßen. So, und dann würde ich mich nochmal da drehen, da drehen. Und da müsste ich nochmal eine Tabakdreherei hin tun. So. Und wir bauen ein großes Schiff. So, und dann würde ich eigentlich auch mal gerne endlich einen großen Konter hinsetzen. Ich sollte nicht vergessen, dass ich weiterhin Eisenerz brauchen. So. Wie viele Tonnen habe ich jetzt eigentlich? 14. Ich muss halt aufpassen, dass mir nicht der Stahl ausgeht. Ich könnte natürlich einkaufen Eisenerz. Oh, oder Stahl? Oh. Nee, das ist echt teures Zeug. So viel teures Zeug kriege ich ja nicht mal los. So, wir könnten aber mal dich nehmen und zu dir sagen. Also, du lädst hier mal ein. Nee, Quatsch, komm, weg und weg. Und du hier. Dann lädst du mal ein. Also, wir würden den Verkauf sein lassen. Von dir und dir. Weil wir das ja als Monopol nutzen wollen. Dann würde ich mal dahin fahren wollen. So, und dann würde ich da sagen, ausladen. Gut, und dann würde ich sagen, wir setzen die Handelsroute. Also hier lade ich auf jeden Fall ein. Tabak und Kakao. Und dann flitze ich mal darüber. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Ja, das ist ja super. Okay, da gibt's nichts, was die kaufen wollen. Dann flitze ich mal darüber und sag hier Tabak und Kakao. Dann flitze ich darüber und sag Tabak und Kakao. Und wie schaut's denn eigentlich da aus? Nö. Wie schaut's da aus? Natürlich auch nicht. Wie schaut's da aus? Auch nicht. So, und dann kannst du mal auf die Handelsroute gehen. Und dann können wir hier sagen, wir bauen eigentlich gleich wieder das nächste. So, und du kannst jetzt hier hoch. Und hier würde ich ganz gerne einen großen Konto hinsetzen.
So, dann bin ich nämlich mal gespannt. Wir machen mal Speicher. Gesichert. Als erstes würde ich ganz gerne die Kanonen. Ein Schiff wurde fertiggestellt. Schon. Die Kanonen ausrüsten, die können wieder zurück. Und dann würde ich ganz gerne Werkzeug einsacken, Speine einsacken, Holz kann da bleiben. Genau, Holz kann da werden. Ich habe mich schon gewundert, warum das Schiff so schnell fertig ist. So, Werkzeug brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar gar nicht wenig. So, dann würde mich mal interessieren, wo ist denn mein... Meine Corinna, genau. So, die Frage, die sich halt stellt, ist die Frage nach dem Monopol. Muss ich jetzt wirklich so richtig monopolisieren oder reicht es? Auf 15 Tonnen, ne? Für die Erzmine. Oder reicht es? Wobei, warte mal, komm, das lassen wir mal. Da haben wir dann halt noch ein neues Handelsschiff, das uns das Erz hin und her karrt. Ich meine, das können wir eigentlich mit dem anderen zusammen mitmachen. Oh. Da können wir eigentlich auch schon gleich eine Tabakplantage draus machen. Tadam. Also den Tabak könnte man theoretisch schon gleich umwandeln. In Zigarren. Oder Tabakwaren, oder wie auch immer wir das nennen wollen. Gut, wir speichern nochmal schnell. Gesichert. Und Stein würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Ach, Steinhagen. Freibeute lauern euch auf! Genau so. Wie viel zahlt ihr? 75 Taler. 37 Taler. Klingt besser, als wenn ich verkaufen würde. Schön. Schön, schön. So, dann will ich noch mal speichern. Gesichert. Wie gesagt, es kann gut sein, dass ich diese Insel hier platt machen muss. Oh Mann, der baut auch noch aus, die Sau. Es kann echt gut sein, dass ich die Insel platt machen muss. Das fände ich ein bisschen schade. Weil ich halt diese kriegerischen Aktionen in Anno einfach überhaupt gar nicht mag. So, wie schaut's denn hier oben jetzt aus mit dem Werkzeug? 10 Tonnen. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Ich hoffe, das Eisen reicht überhaupt. Die habe ich auf... Okay, die setzen wir mal auf Schlafen. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da.
Was ich halt natürlich auch nicht machen darf, ist, ich darf meinen Bürger nicht die Tabakwaffe klauen. Weil es sieht eigentlich gut aus noch. Ich könnte sogar noch eine Manufaktur hinsetzen. Machen wir vielleicht da oben sogar. So, zack. Und zack. Und zack. Nee, aber erst versuchen wir für Nachschub zu sorgen, was Dings anbelangt. Spielstand gespeichert. So, du bist auf dem Weg zum Roten, ne? Du bist auf dem Weg zum Roten. Zum Vorboten der Roten. So. Das wäre dann völlig in Ordnung. Ja. Monopol allein reicht nicht. Also, der Handelsüberschuss allein reicht nicht. Ich muss wirklich das Monopol haben. Spielstand gespeichert. Naja, wäre ja schön gewesen. Okay, also wir speichern. Spielstand gespeichert. Ich wollte eigentlich nach einem Auftrag gucken. Für euer letztes Gefecht wurde ihr bla 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 in einer neu entdeckten Inselwelt sollt ihr bla 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 die Kontrolle über den Tabak- und Kakaohandel gewinnen. Besiedelt alle Inseln, auf denen diese Pflanzen gut gedeihen. Und erzielt mit dem Eine Insel wurde besiedelt. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Ey, aber sorry. Aber sorry, so geht es nicht. Wenn ich deren Insel besiedel, dann gibt's immer aufs Auge. Und wenn... nee, so haben wir nicht gewettet. Ganz ehrlich nicht. Schlimme ist, jetzt brauche ich auch noch Soldaten. Okay. Spielstand gespeichert. So, sorry. Aber so geht es. Ihr könnt nicht einfach meine Insel besiedeln. Ihr könnt nicht einfach meine Insel für euch in Beschlag nehmen. Das ist nicht machbar. Es fehlt an Kakao. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Wo?
Okay, abfahren. Nach Hause. Möglichst schnell nach Hause, ey. Halleluja. Das ist halt das, wenn man... Okay. Also. Brauche ich wieder Kanonen. Kanonen. So, und Holz muss ich auch noch runterbringen. So, dann würde ich sagen, Holz, Holz. Hier. Es fehlt an Kakao. Das ist echt bitter, was ihr da treibt. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Spielstand gespeichert. Bah! Die Arschgang, ganz ehrlich. Also du. Hey, hier. Es fehlt an Kakao. Ja, es fehlt an Kakao, weil meine eine... Wer ist es denn? Nee, die nicht. So, das heißt, das eine Schiff, wo ist es? Da ist es. Bitte, wir unterbrechen diese Aktion. Nee, das ist es nicht. Das ist es. So. Du. Nein. Und nein. Und dich auch nicht mehr anfangen, bitte. So. Hier können wir noch Tabak verkaufen, Kakao eher nicht mehr. Du kommst gerade mit Kakao, ne? Gesichert. So. Das ist natürlich eine dumme Sau, muss ich sagen. Also wie gesagt... Sie drohen einem selber gesichert. Immer Krieg an. Sie drohen einem selber immer Krieg an. Aber halten sich selber nicht dran an diese Regel. Das finde ich schon bitter. Aber den müssen wir echt, wie gesagt, den müssen wir echt Einhalt gebieten. Den Saftnasen. Ich meine, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir die größere Flotte haben, also die besseren Schiffe, aber wir haben halt noch nicht genug. Die Armada ist noch nicht gut genug. So, dann würde ich doch bauen hier. Ach, ich bin gerade voll wieder im Panikmodus. Ihr wisst ja, wie sehr ich das mag. Nämlich überhaupt nicht. Ah. Bam und bam. So, kannst du wieder heim? Und dann würde ich zu dir sagen, wir bauen das nächste Schiff. So, aber an dieser Stelle speichere ich mal wieder und mache eine kleine Aufnahmepause. Gesichert.
Ich bedanke mich schon mal. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Okay, das bringt gar nichts. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Mal, du fährst die noch an? Ich hatte doch gesagt, du sollst sie nicht mehr anfahren. Das ist doch... Was ist das? Wie heißt die Stadt? Keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Okay. Es fehlt an Kakao. Wieso fehlt denn jetzt schon wieder Kakao? Hab ich das jetzt verpeilt, dass eigentlich der Kakao zurückgeht? Ah, Mann. Okay, also wie gesagt, wir machen eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesitzung wieder. Bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.